Ich bin jetzt sehr nervös. Dieser User hier, Mattis Mager Quark, macht ja immer freshe Memes. Und hier geht gleich als Premiere eine Dokumentation online. In dieser Dokumentation geht es um mich. Er hat schon mal eine Fake-Dokumentation gemacht über Somnium Cards. Kann euch das gerne nochmal zeigen, so ausschnittweise. Wir wollen persönlich mit den Leuten hinter dem Unternehmen sprechen. Deswegen suchen wir uns aus dem Impressum deren Adresse. Wir fuhren dann zur angegebenen Adresse, doch das Ergebnis war enttäuschend. Wir sind jetzt hier angekommen und hier sollte eigentlich das Haus stehen. Wir hatten jetzt schon den Tiefpunkt erreicht. Sehr, sehr, sehr stark auf jeden Fall gemacht. So eine richtig schöne Fake-Dokumentation. Die Interview-Szene fand ich auch sehr, sehr gelungen. Diese nannten wir dann Eden Edition. Und brauchten hier durch... So mit dem Translator. Jetzt hat der gute Mattis Mager Quark eine Doku gemacht, in der es hauptsächlich um mich geht. Und er hatte mich gebeten, und da fühle ich mich jetzt dezent hintergangen. Er hatte mich gebeten, Matti, kannst du mir ein paar Interviewfragen beantworten, so im Interviewstil? Da hat er mir die Fragen rübergeschickt. Ich habe gesagt, weißt du was, für die Doku, das nehme ich jetzt extra auf für dich. Weil davor hat er ja komplett gearbeitet mit Ausschnitten aus meinen Videos und einige Leute aus meinem privaten Umfeld haben auch noch extra aufgenommen für ihn. So, jetzt habe ich aber gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt auch was extra auf. Ich habe mich schön hingesetzt. Hab richtig schön so meine Haare ganz eklig zurückgegelt, hab mir ein Hemd angezogen, mich in Interviewperspektive gesetzt und hab mega ernst diese Fragen beantwortet. So ein paar Fragen zu meinem Privatleben. Wie war das denn mit Mobbing in der Schule? Wie hast du mit YouTube angefangen? Bla bla bla. Dann hab ich richtig ernst mich hingesetzt, alles aufgebaut. Ich hab eine halbe Stunde ungefähr da rein investiert, hab das so ein bisschen zusammengeschnitten, weil ich ja immer Nachdenkpause mochte zwischen den Fragen, was will ich jetzt sagen und so. Hab das grob zusammengeschnitten, rausgerendert, ihm rübergeschickt. Also so halbe Stunde, Stunde Arbeit steckte da drin. Dann öffne ich diesen Trailer vor einem Monat. Ich sehe so diesen Trailer. Perfekt. Er nimmt mich komplett hops. Alle Leute aus meinem Privatleben sind dabei. Lizenz FireArts ist dabei. Ich so komplett ernst. Ja, mit YouTube habe ich angefangen im Alter von 14 Jahren. Da war eine Klassenkameradin bei uns. Perfekt. Alle anderen nehmen mich komplett hops. Es gab einen Trailer zu der Doku, die wir gleich gucken. Die ist in 9 Minuten online. Und dieser Trailer sah folgendermaßen aus. Da hat er mich nämlich komplett schockiert mit. Mein Name ist Lizenz FireArts. Perfekt. Erste Sekunde komplett gefoolt. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Das war dann mein... Hier, hab mich extra hingesetzt, so diese Interviewperspektive gemacht, hab mir noch die Haare eklig zurückgegelt. perfekt. Gesellschaftlicher Suizid. Dass er sich so ins Extrem entwickelt. Perfekt, er zieht mein Bruder mit rein. Geld hätte. Damit hätte wirklich niemand gerechnet. Ich weiß zwar nicht, was ich hier... Und Junda ist auch dabei. Jetzt habe ich aber auch Angst, ey. Das war's komplett. Rest in peace. Matthias Berger, Unternehmer, Influencer und Oberbürgermeister von der Stadt Grimma. Absolut korrekt. Zurzeit steigen... Ist das Full HD? ...seine Abonnentenzahlen stetig und er genießt seinen Erfolg. Doch was macht Matthias Berger, wenn es bei ihm nicht mehr läuft? Gibt es irgendwelche Tücken, die bei zu ihm beachten sind? Und was sagt sein Umfeld zu ihm? Das finden wir in dieser Dokumentation heraus. Ey, das kann ja nur schrecklich werden. Am 1.10.2008 erstellte Matthias Berger seinen ersten Kanal Aschipuk. Warte mal, was? 500.000 Aufrufe auf die alten Aschipupuk-Videos. Krass, Alter. Am 1.10.2008 erstellte Matthias Berger seinen ersten Kanal Aschipupuk und lud so sein erstes Video hoch. Seine ersten Videos waren hauptsächlich Covers. Sag mal, was ist da eigentlich los gewesen mit diesen komischen Schweißbändern an den Handgelenken? Was war da denn los? Was die alleine oder mit Freunden und Familie aufnahm. Ich verkrafte das nicht. Mach doch nicht dieses schlimmste Video ever. Guck mal, da habe ich schon 40er Bizeps gehabt. Seht ihr das? Das ist übrigens falsch. Direkt falsch. Du sagst, auf meinem Kanal habe ich damals Covers hochgeladen mit Freunden und Familie. Das Video ist gar nicht auf meinem Kanal gewesen. Das hat meine Schwester hochgeladen. Perfekt. Tobi hat richtig Bock. Genauso wie ich jetzt. Wir haben letztens die 100.000.000 Aufrufe geknackt, ne? Brutal, ey. Am 6.04.2010 gründete er dann seinen Kanal Mr. TrixXL, auf dem er Kartentrick-Tutorials... Das war mein altes Titelbild. Wie hast du das denn gemacht? Das war, warte, das war Frag Mr. TrixXL Folge 7, glaube ich. Wo hast du denn da mein altes Headerbild her? Wayback Time Machine? Ja, dachte ich mir. Krass. Mr. TrixXL, auf dem er Kartentrick-Tutorials hochlud, aber auch einige Comedy-Formate macht. Später kamen dann Formate wie Frag Mr. TrixXL oder Vlogs. Damit wuchs seine Reichweite und somit auch seine Arroganz. Seine Arroganz. Simon, nicht meine Nachricht, du bist blöd.
Ah ja, ein Video aus 2010 nehmen oder 2011, dann sagen, er fing mit Vlogs und fragt Mr. TrixXL an, was 10 Jahre später fast war. Und dann, ja, damit wuchs die Reichweite und die Arroganz, verstehe. Für alle, die es nicht wissen, ich habe bei Simon Desue bei seinem mega berüchtigten Gewinnspiel Ich verlose 1000 Euro und eine Xbox. Bei dem Gewinnspiel habe ich mitgemacht und gewonnen, einen Trostpreis. Ich habe nicht die Fake 1000 Euro, noch nicht die Xbox gewonnen, aber ich habe einen Trostpreis gekriegt. Und zwar Final Fantasy für die PlayStation 3. Hab noch nie in meinem Leben eine PlayStation gehabt, perfekt. Aber dass ihr Bescheid wisst, hier, der da hat bei Simon Desue mal gewonnen. Simon, wieso hast du mir keine Nachricht geschrieben? Irgendwie Autogramm oder so? Verstehe ich auch nicht. Warum hast du nicht Nachricht geschrieben? Autogramm oder so? Ey, ehrlich, ich finde das nicht korrekt. Ich finde das nicht korrekt. Simon Desue, du hast eine ziemlich eklige Schrift. Das muss ich sagen. Wieso habe ich nicht 1000 Euro bekommen, ey? Du bist voll der... Okay, das... Auch so cringe, diese alten Videos. Aber den Hoodie habe ich damals so gefühlt. Ich habe den geliebt. Alter Simon, hättest du mir das nicht auf Deutsch schenken können? nur am Beschweren. Was ist das für ein cringe Video? Warum ist das noch online? Wir trafen Matthias Berger, um herauszufinden, wie er sich... Oha, das Hemd ist absolut on point. Aber hier fehlt die Uhr an meinem Handgelenk. Aber sonst, das Hemd ist genau passend zu dem, was ich gleich trage. Die Zukunft abgesichert hat. Naja, ich bin mir natürlich nicht sicher. Ich kann es nicht sicher sagen, ob genau die Plattform YouTube... Matthias Berger, Oberbürgermeister von Grimma. Wahrscheinlich. YouTube so für immer existieren wird. Aber ja, ich bin mir definitiv sicher, dass ich das, was ich tue, mein Leben lang machen kann. Menschen unterhalten, Menschen Dinge beibringen, Menschen erreichen, Menschen inspirieren. Egal auf welche Art und Weise ich das tue, egal auf welcher Plattform. Sei es jetzt YouTube, sei es das Fernsehen, sei es irgendeine andere Streaming-Plattform oder sei es auf der Bühne als Zauberer, als Musiker, als Speaker. Abgesichert habe sich der 27-Jährige auch, indem er Aktien kauft und verkauft. Um ihn besser... Guck mal, ich habe mir so Mühe gegeben, weißt du? Er stellt mir so voll die ernsten Fragen. Ich antworte so auf komplett ernst. Einschätzen zu können, ließ mir sein Verhalten von einer Expertin untersuchen. Nein, Dr. Ahnungslos. Roxy? Meine. Mann! Und was läuft da auf dem Laptop-Hintergrund? Mein Mario Kart-Stream mit Miles läuft da im Hintergrund, okay. Mein Name ist Dr. Ahnungslos. Und ich habe das Verhalten von Matthias Berger. Dr. Ahnungslos hat meine Dokumentation über U-Boote gesehen. Top! Und Pino ist auch am Start. Oh, mit diesen überkreuzten Pfötchen. Oh, süßes Sound der Welt einfach. Ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Nochmal, was hat sie jetzt gesagt? Ich habe gar nicht zugehört. Sorry, Maus. Können ließ mir sein Verhalten von einer Expertin untersuchen. Mein Name ist Dr. Ahnungslos und ich habe das Verhalten von Matthias Berger ein bisschen genauer unter die Lupe genommen. Da liegt einfach noch eine Hose vor mir rum. Sorry. Mit einem Spiel, welches ab 0 Jahre freigegeben ist und eigentlich kein Aggressionspotenzial bei irgendeinem Menschen auslöst. Wahrscheinlich löst Mario Kart bei niemandem Aggression aus. Wahrscheinlich. Haben wir ihn ein bisschen unter Strom gesetzt. Was kann ich sagen? Mann! Bei der Analyse seines Verhaltens ist mir die dauerhafte Steigung seiner Aggression besonders ins Auge gefallen. Oh, ich bin noch 9. geworden, aber das war ganz traurig, Alter. Das war richtig, richtig traurig. Stufe 1, akzeptierendes Verlieren. Warte, ich muss hier in den Modus gehen. Meine Facecam verdeckt das ganz, immer die ganz wichtigen Informationen hier. Stufe 2, beleidigendes Röcheln. Eckiger, hässlicher. Würde ich nur noch 12 Rapier zu gut machen können. Oh. Google Ino wirklich? Du feuerst deinen Bumerang nach hinten? Du warst doch nicht Erster! Feuer den doch nach vorne und hol dir die da vorne! Mario Kart. Jeder kennt es, jeder liebt es. Und Freunde werden zu besseren Freunden. Doch nicht so bei Matthias. Ist das weird, wenn sie Matthias sagt. Pack dich nach oben rechts hin. Sieht wahrscheinlich auch überhaupt nicht kacke aus, dass meine Facecam unten dann so abgeschnitten ist. Okay, dann mache ich da jetzt so ein Banner hin, warte. Einfach nur beautiful. Ach, ich penetriere mich mit seiner Rakete. Oh. Sorry, ich kann es nicht kontrollieren mit der Rakete. Ja, jetzt habe ich selbst auch wieder eine Rakete gekriegt. Perfekt. Das war meine Rakete. Ja, okay, dann sind wir jetzt quitt, Bro. Ich wollte doch nur auf die Rakete! Einfach schon wieder so ein Schmutz. So ein Schmutz. Zum Kotzen, Alter. Was war das denn jetzt? Also haben wir eine der besten Mario Kart Gamerinnen angefangen. Mann! Schon wieder verdecke ich irgendwas. Was ist das denn für ein Bild von dir, Maus? Rainbow McSugar Pie. Ach ja, ich erinnere mich. Das war ein Cosplay von dir, oder? Mario Kart Expertin wurde jetzt angefragt. Zum Kotzen, Alter. Was war das denn jetzt?
Also haben wir eine der besten Mario Kart Gamerinnen angefragt, ob sie uns da nicht eventuell aushelfen könnte. Unter dem Decknamen Googly Ino hat sie sich in sein... Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. ...in der Community eingeschlichen und ihm das Mario Kart Spiel ziemlich zur Hölle gemacht. Was sind das für Aufnahmen? Selbst so kleine banale Sachen wie ein vorbeirasender roter Panzer oder eine Banane auf der Straße brachten ihn schon in Rage. Wir haben mit Aggression gerechnet. Aber das, was geschah... Mann, jetzt ist der Scheiße weg! Mann, Matti Smagerquark, kannst du, wenn du das für meine Streams schneidest, kannst du das nicht anpassen an mein Stream-Layout? Unten links bin immer ich, unten rechts ist immer der Chat. Mach doch wichtige Infos nach oben! Mann, darf doch nicht wahr sein, ey. Darf einfach nicht wahr sein. Na gut, ich kann nicht anders. So. Ja, hier, dann seht ihr es hier auch nochmal. Da spielt jetzt hier gerade Googly Ino. Ein roter Panzer oder eine Banane auf der Straße brachten ihn schon in Rage. Wir haben mit Aggression gerechnet. Aber... Warte, Maus, von wann sind diese Aufnahmen? Das ist irgendwas von früher, oder? Wofür hast du das damals gemacht? Weil ich erkenne den Hintergrund auch nicht wieder. Jacke hast du noch. Echt? Das hast du noch aufgenommen letztens? Wann? Und wo? Das Bett. Ah, okay. Was sieht's aus, als hättest du hier einen Tisch, an dem du sitzt? Ah, nee, doch nicht. Krass, hast du extra aufgenommen dafür. Aber wann war das? Diese Autos und Busse. Nein! Ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Und die sind schon 80 Punkte vor uns, schreibt gerade hier einer rein. Als du bemerkt hast, dass ich Eyeliner trage, da war das. Ah, ja. Danke, ihr wollt mich doch alle verarschen! Doch alleine ist man immer anders als in Gesellschaft. Also Mann, steht dir das mit diesem Zöpfchen? Habe ich einen guten Kollegen zu ihm nach Hause geschickt, unter Vorbehalt, er würde ihn besuchen wollen und eine Runde Mario Kart mit ihm spielen. Der Miles! So, kann man dann loslegen. Hi, Leute! Also das Skript ist echt stark, Mattis Magerquark. Das ist ein sehr gutes Skript. Ich bin's mal wieder. Oh ja. Breathe in. Breathe out. Mann, ich krieg jetzt. Und siehe da. Also Miles hat mich hypnotisiert, ja? Ja, mit unterschwelliger Hypnose und beruhigenden Worten und melodischem Klang konnten wir feststellen, dass Herr Berger sich entspannter verhält bei einem rasanten Mario-Turnier, als wenn er es alleine spielen würde. Auch Googly Ino war in diesem Turnier wieder mit dabei, doch dieses Mal konnte sie tun, was sie wollte. Wir waren überrascht. So, Googly Ino, du bist fertig, dann wieder. Alles in allem kann man sagen, Matthias Berger ist keine Gefahr für andere, jedoch für sich selbst. Sein Aggressionspotenzial und seine Zerstörungswut sind so immens und ansteigend bei solch einem Mario Kart Turnier, dass wir nicht wissen, ob sein Tisch das noch lange überleben wird. Wir schrieben Tobias Berger, dem Bruder von Matthias Mann! Berger, an, um ein paar Antworten von ihm zu bekommen. Ey, das kann ja jetzt einfach nur noch bergab gehen. Matti war mal ein sehr ruhiges und nachdenkliches Kind. Aber dass es sich so ins Extreme entwickelt hätte, damit hätte wirklich niemand gerechnet. In seiner Jugend ist einem eigentlich überhaupt nichts aufgefallen, da ging das noch. Ich glaube, so als er 19, 20 wurde, da wurde das extrem öfter, dass er um sich herum geflucht hat. Und mittlerweile, da kann man gar nicht mehr mit ihm vernünftig nicht reden. Skymanie hatte mal eine Was kommt denn jetzt? Ach, bei Matthias Berger übernachtet und berichtet uns nun darüber. Bruder, kannst du das vielleicht ein bisschen anders formulieren als Skymini hat man eine Nacht bei Matthias Berger übernachtet? Kannst du ein bisschen Randinfo dazu packen, dass da noch 7 andere Kumpels dabei waren? Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank erstmal, dass ich bei diesem Interview teilnehmen darf. Ich wurde gebeten, einfach... Steht insgeheim auf Matthias Berger, perfekt. ...ein bisschen öffentlich meine ehrliche Meinung über Matthias Berger abzugeben. Aber mit dem Rimlight so an den Haaren, das sieht schon echt nice aus. Und ich denke, das kann wirklich nicht schaden und darum mache ich das jetzt einfach mal. Ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich als eine sehr nette und sympathische Person kennengelernt.
Dankeschön. Und ich würde sagen, an der Stelle kann man auch eigentlich skippen, weil mehr Gutes, also mehr wird ja Skymini nicht mehr sagen inhaltlich. Ich finde das auf jeden Fall schön. Wir sind hier connected. Gleiches Logo, gleiche Marke hier. Da findet ihr das. Und ich glaube, den Rest kann man skippen, oder? Natürlich über YouTube. Und hatte dann vor einiger Zeit das Glück, wie ich dachte, ihn auch persönlich zu Hause besuchen zu können. Und ich habe mich da echt drauf gefreut. Ich dachte, es wird ein schönes Wochenende, ein bisschen eine nice Zeit haben und so. Aber ja, wie sich herausgestellt hat, war dem nicht so. Ich kam dann mit dem Zug an und er... Ich habe dich abgeholt. Er selber hatte erstmal circa eine Dreiviertelstunde Verspätung. Stimmt überhaupt nicht! Ich habe Videobeweise! Wir haben dich pünktlich abgeholt! Mit dem Auto. Und als er dann aber endlich da war, war nicht ich der, der schlecht gelaunt war, sondern er war richtig mies drauf. Ich war nur am Lachen! Hat rumgeflucht und alles und ich habe gedacht, okay, ja, stand vermutlich im Stau oder ähnliches und ist darum schlecht drauf, das legt sich gleich. Mann, schaut den Vlog mit dem Titel M. Aber die Laune hat sich leider nicht mehr verbessert, ich weiß nicht, was da bei ihm schiefgelaufen war, aber er war die ganze Zeit schlecht drauf, beleidigend, hat rumgeflucht und alles mögliche. Ja. Dann habe ich gedacht, egal, davon lassen wir uns mal nicht unterkriegen, wir wollen ja irgendwie eine schöne Zeit haben. Jedenfalls kamen wir dann zu Hause an. Ja, als wir da zur Tür reinkamen, kam man dann direkt so ein modriger und fauliger Geruch entgegen. Chico hat in die Ecke gekackt. Entschuldigung, oh, das ist schon ganz unangenehm, wenn ich dann nur daran zurückdenke. Aber stark gespielt. Und ja, und anstatt, dass es irgendwo einen Jackenständer oder sowas gab, lagen die Jacken einfach auf dem Boden rum, genauso wie Essen, woher vermutlich auch der faulige Geruch kam. Nee, das war Chicos Kacke. Und das war wirklich sehr unangenehm. Auch von der generellen Sauberkeit, das war überall extrem staubig und die Fenster allein hatten so eine richtig dicke Schicht Staub. Ich hätte da... Kleiner Fun Fact: Am Rande der Wohnung in Düsseldorf habe ich eine Haushaltshilfe gehabt. Die kam alle 2 Wochen vorbei und hat die Wohnung perfekt sauber gemacht. Beste Frau einfach. Der hat doch immer die Fenster geputzt. Reinmalen können mit dem Finger. Und dann habe ich gedacht, ich bin ja ein... Nachdenkpause. Ehrlicher Mensch und darum habe ich das Ganze angesprochen. Aber anstatt, dass irgendwie die Kritik angenommen wurde oder ähnliches, hat er einen beleidigt, nicht ernst genommen und das Ganze halt probiert, mit Witzen zu überspielen irgendwie. Das klingt überhaupt nicht nach mir. Das war auch kein Einzelfall, das kam durchaus öfters vor. Nein. Da habe ich dem Matti Smaragdquark letztens vor ein paar Tagen das Video noch rübergeschickt, weil er das unbedingt haben wollte. Jetzt weiß ich auch wofür. Lizenz, wie man ihn nennt, ist der erste Hater und Kritiker. Mindblow! Es ist nicht Leo, es ist Lizenz Firearts. Auch stark. Sehr, sehr starke Fantheorie. Lizenz gleich Leo. Ja, genau. Auch starke Theorie. Guter Plot-Twist. Von Matthias Berger. Er hat uns ein Analysevideo über Matthias Berger gedreht. Mein Name ist Lizenz Firearts und ich heiße euch herzlich willkommen. Einfach impossible. Zu meiner vorgenommenen Analyse zu Matthias. Findet Somnium zu teuer? Matthias Berger. Als ehemaliger Fan ist mir die ganze Sache selbst sehr, sehr schwer gefallen, weil ich mit Entsetzen eine sehr krasse Veränderungen feststellen muss. Warum kaufe ich ihm das zu 1000% ab? Warum klingt das 0,0 ironisch? Und zwar nicht ins Positive. Man könnte fast schon sagen, Matthias Berger leidet an einer Art umgekehrten Verreifung. Nee, Narzissmus. Während seine Mitmenschen immer älter und reifer werden, wird sein Verhalten immer kindlicher. Gar nicht! Wir können zunehmend Aggressionsprobleme feststellen. Mann, stimmt nicht! Die wir sonst nur aus den Verhaltensmustern von Kleinkindern kennen. Das stimmt überhaupt nicht! Sei es in seinen Streams oder auch in seinen normalen Videos. Wir konnten schon in der Vergangenheit eine Art dissoziative Persönlichkeitsstörung feststellen, aufgrund seiner multiplen Persönlichkeiten, die wir vor allem im Format Frag Mr. TrixXL kennenlernen durften. Schade hierbei ist nur, dass seine Hauptpersönlichkeit ein egozentrischer Narzisst geworden ist. Prediction. Wer schaut sich so etwas an? Matthias. 337.000 Menschen. Berger weiß das leider selbst nicht und seine Zuschauer selbstverständlich auch nicht. Ich hingegen weiß es schon. Ich weiß, das sieht jetzt so ein bisschen abgelesen aus, Freunde. Ich weiß, das sieht ein bisschen aus, als würde er einen Text ablesen, den Matti Smaragdquark ihm geschrieben hat für die Doku. Aber das stimmt nicht, weil der schaut immer wieder nur auf seinen Desktop-Hintergrund. Und da ist ein Bild von mir. Das hat er dann nämlich drauf als Motivation. Jeden Tag schaut er mich nämlich an und denkt sich immer wieder so, nein, so möchte ich niemals werden. Niemals möchte ich so werden. Das ist so eine Anti-Motivation. Wisst ihr, was ich meine? Manche Leute hängen sich an,
Arnold Schwarzenegger an die Wand, so als Vorbild für ihre körperliche Transformation. Und manche hängen sich ein Bild von einem richtig dicken Typen an die Wand, als negatives Vorbild, so möchte ich nie werden. Und nach diesem Prinzip schaut er die ganze Zeit zu mir rüber, um seinen Hass noch weiter zu befeuern. Ihr versteht? Ihr versteht. Er ist der Mann, der es schafft, dass man Stille zu schätzen weiß. Dank mir später. Ich weiß bis heute nicht, wie man mit sich selbst leben kann, wenn man Fehler nur bei anderen sucht, egal um was es geht. Stimmt überhaupt nicht. Ich hab voll viele Entschuldigungsvideos. Meiner Meinung nach hat er einen limitierten Erkenntnishorizont bezüglich der objektiven Realität. Diese perfekte Ironie. Wenn jemand, mit dem du stundenlang diskutierst darüber, dass du die Faktenlage hast und er nicht... Wenn genau diese Person jetzt genau so einen Text vorliest. Richtig stark. Für seine sehr, sehr jungen Zuschauer übersetzt, ich halte ihn für ziemlich doof. Egal wie tief man die Messlatte für den menschlichen Verstand ansetzt, Trixel kommt und marschiert aufrecht drunter durch. Aber ich glaube, es ist noch nicht zu spät. Wir können ihm noch helfen. All diese Probleme sind noch lösbar. Wenn ich meinen Kanal lösche? Nur dafür müssen wir alle zusammenhalten. Sehr schnell Ja, ihr müsst alle zusammenhalten. Intervention. Aggressiv, sehr unordentlich und wenig Niveau. Wir wollten ihm nochmal konkretere Fragen stellen. Also gingen wir in den Wald, wo er immer mit Pino, seiner Hündin, spazieren ist. Nein, was kommt jetzt? So, wir sind jetzt hier im Waldstück, wo Matthias Becker mit der Hündin Pino immer... Cool, Audi auf jeden Fall. ...spazieren geht. Und wir wollen hier mal ein bisschen... Ich finde das richtig stark. So fast jeder einzelne Charakter oder Akteur in dieser Doku hat in irgendeiner Form irgendwo ein Somnium-Logo. Selbst Lizenz-Firearzt mit einem Somnium-Deck in der Hand. Beste Doku. Mit den Sachen, die wir... Sponsored bei Somnium Cards. Sollte ich hier auch so ein Dauerwerbesendung nehmen? Bing! Jetzt noch im Internet gefunden haben, konfrontieren. Wir warteten noch etwas und hörten ihn auch anschließend. Pino! Hier! Stark geschnitten. So, wir haben jetzt Matthias Becker brüllen hören. Ich glaube, es ist jetzt nicht so gut, wenn wir ihn noch überraschen. Deswegen werden wir jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. So, wir sind gerade zurückgekommen und haben dann gemerkt, dass Matthias Becker seine Rückfahrt gestreamt hat. Und dort hat man auch gemerkt, dass er leicht gereizt ist. Fahr doch! Fahr, es ist eine Pfeilampel, die Fahrradfahrer müssen stehen bleiben, fahr doch! Mann, das ist aber einfach saunervig, weißt du? Ampel ist rot. So, da ist aber ein Pfeil daneben. Bumm, der leuchtet grün, okay? Ne, gar nicht, das war nicht so. Das war eine Pfeilampel, eine reine Pfeilampel. Rechts überall Fahrradfahrer, die müssen stehen bleiben, weil die haben rot. Als Autofahrer darfst du abbiegen. Wenn dann jemand nicht fährt, boah, dann wäre ich sauer. Mann, voll Idiot, ey. Mann, können die nicht einfach alle ihren Führerschein machen? Warum fahren so viele Vollidioten ohne Führerschein? Oh mein Gott! Renn doch hier nicht über die Straße, du Vollidiot! Ich verstehe diese Stadt nicht, was... Jedes Mal, wenn ich durch Berlin fahre. Was ist denn los hier? Darf doch nicht wahr sein. Ihr seht, ich bin gereizt und jetzt fragt ihr auch noch so komische Fragen. Wo wohnst du eigentlich, Mann? Kannst du mal deine Adresse geben? Ich würde dich gerne mal besuchen. Ja, aber ich will nicht, dass ihr mich besucht. Hast du gefragt, ob ich das will? Ich meine, in welcher Stadt wohnst du? Ich wohne in... Was geht sie das an? Stadt an. Stadt. Mann! Drecksstadt! Heißt grün Gas und da heißt das Bremse. Ich weiß das nicht. Obwohl ich alle Farben gut erkennen kann, weiß ich das nicht. Währenddessen ich hier einfach rot-grün blind bin einfach der einzige Mensch, der bei grün fährt. Ich liebe meine Ausraster beim Autofahren, wirklich. Ich finde, es gibt kein unterhaltsameres Format von mir selbst als ich beim Autofahren, wirklich. Ich glaube, ich sollte das öfter streamen, ey. Weil ich weiß, grün ist unten und rot ist oben. Merkt euch das doch einfach, wenn ihr... Merkt ihr das? ...alle fahrenblind seid. Unten grün, fahren, oben rot, stehen. Nicht andersrum. Fahr! Mann! Dreckiger, hässlicher. Wir wollten wissen, was... seine Freunde zu den Vorwürfen sagen. Also interviewten wir Yunda. Oh nee, ey, was kommt denn jetzt? Als allererstes würde uns natürlich interessieren, wann bzw. wie haben Sie Matthias... Yunda bekommt Zigaretten von seiner Mutter. Matthias Becker kennengelernt. Ich wollte kurz an der Stelle anmerken, Yunda raucht nicht. Das war nur fürs Meme, okay? Damals, 1940, da war ja wieder die Venusmesse und... da bin ich natürlich wie jedes Jahr bis heute hingegangen und... hab mir den Grandma Dance angeguckt, der ist ja sehr beliebt gewesen damals. Ja, dann stand er plötzlich neben mir in seiner vollen Pracht und fragte mich, ey, bist du nicht Yunda? Ich so, ja, bin ich. Ist das nicht der Yunda? Dann haben wir so ein bisschen gequatscht und dann, ja,
Am Ende meinte er dann, ey, Junge, du bist echt ein cooler Typ. Und dann habe ich gesagt, ja, du nicht, ne? Er Oha, mit der Zigarette! Er war schon immer ein sehr reizbarer Mensch, aber inzwischen kann man nicht mal eine Unterhaltung führen, ohne dass er sofort ausrastet. Mann, stimmt nicht! Und wie sieht dann so ein Ausraster bei ihm aus? Ja, meistens schreit er rum und haut auf den Tisch und... Lüge! Mann, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber meistens... Dass er da noch so oft dramatisch durchatmen muss. Meistens lässt er die auch bei mir aus. Hast du Matthias die Red Bull-Cola-Flaschen freiwillig gegeben? Mann, das war Jutta, nicht Junda! Guckt sich das Matthias an? Nee, der guckt das nicht. Weil er darf das nicht sehen, weil sonst bin ich am Arsch. Wir machen dich auch einfach unkenntlich. Wirklich? Ich blute schon aus allen Löchern, das... Nein, er wird das nicht sehen. Nein? Okay. Ja, ich wurde gezwungen. Bruder Junda, einfach Profischauspieler. Jones haut einfach einen Sub raus. Kuss geht raus. Oh mein Gott, was ist das denn? Quarks News, Matthias erpresst Yannick Schwert. Ist das jetzt eine öffentliche Info, dass Junda Yannick Schwert heißt? Ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte nämlich den Abspann gemacht für Lel 4 und ich war mir nicht ganz sicher, ob ich seinen vollen Namen dahin schreiben darf oder nicht, weil ich wusste nicht, ich habe ihn gefragt. Ja, okay, ja, ich hätte auch einfach fragen können. Ich war mir auch bei Leo nicht ganz sicher, deswegen habe ich einfach Leo geschrieben. Ich wusste nicht, ob er auch seinen vollen Namen irgendwie öffentlich hat oder nicht. Und ich wollte da nichts leaken, deswegen habe ich immer nur die YouTube-Namen sozusagen benutzt. Matthias Berger, ein YouTuber und Streamer, erpresste einen unschuldigen Bürger. Yannick Schwert, das Opfer berichtete uns exklusiv, möchte aber unerkannt bleiben, aus Angst, dass Matthias Berger dies mitbekommt und Yannick Schwert schlimme Folgen erwarten. So oder so. Nach seinen Aussagen waren die beiden Influencer sehr gut befreundet, doch seit Matthias B. von einem Energy-Getränk mit besonderem Geschmack erfuhr, wurde er fuchsteufelswild. Red Bull Cola ist kein Energy-Drink! Das hat nichts mit Energy zu tun, das ist einfach eine Cola. Wie es weitergeht, wird momentan noch im Amtsgericht in der Heinrich-Heine-Allee 1 diskutiert. Da ist nicht das Amtsgericht, da ist die Polizei. Was allerdings feststeht, ist, dass Matthias Berger nicht ohne eine Strafe davonkommen wird. Matthias Berger äußerte sich folgendermaßen: Ich sitze hier mit meinem Kartenspiel, ich zauber gern und zauber viel. Gerade üb ich meinen Bots im Deal, denn meine eigene Zaubershow ist mein Ziel. Meinen Karten und ich kann es kaum erwarten, sie auf 4 verschiedene Arten zu produzieren. Miles fügte noch hinzu, ich stehe hier mit meinen Karten. Stark. Matthias Berger erpresste einen 12 Jahre alten Jungen namens Yannick S. Matthias Berger konnte nach eigenen Angaben die Getränke nicht widerstehen. Er presste somit den Jungen. Okay, dann wieder der gleiche Text. Die Psychologen ermitteln momentan, ob dies eine Störung aus der Jugendzeit ist. Nach einem Liebessong, der an eine Mieke gerichtet war, das sollte wahrscheinlich Maike heißen, änderte sich viel für den jungen Matthias Berger, was sich stark auf ihn auswirkte. Ja, dass ich psychisch kaputt bin und sehr viel Leid in meinem Leben erfahren habe, ich glaube, das wissen alle so oder so. Matthias sitzt im Amtsgericht in Düsseldorf. Er erpresste Yannick Schwert, es ging um ein Energy mit speziellem Geschmack. Ob der Influencer sich da rausreden kann, seiner Community gegenüber äußerte sich der 27-jährige Star nicht. Auch seine Freundin äußerte sich nicht dazu. Pino, der Hund, erwähnte nur kurz, dass es an seiner Vergangenheit läge, aber sicher sei es nicht. Am 14.08.2032 sollen wir dann genau wissen, was auf Matthias Berger zukommt. Philux-Wimpern abgeschnitten. Der 60-jährige Philipp wurde beim Schlaf die Wimpern abgeschnitten. Das Motiv ist momentan noch unklar, jedoch ist dies ein großer Verlust für den Jugendlichen, da er sehr bekannt für seine sehr schönen Wimpern war. Matthias Berger meinte in seinem Livestream eins in den Chat, während sie ihm seine Wimpern ablecken würde und schrieb dabei selbst ein eins in den Chat. Mache jetzt den Test, welcher Star auf dich steht, vom Psychologen getestet. Und da ist einfach Roxy als Doktor ahnungslos und richtig, richtig stark. Achtung, das ist ein Bild von mir und Junda. Duisburg 2019. Oha, gut recherchiert. Das war wirklich Duisburg 2019. Leo, stimmt Junda? Warte, ist das ein echter Test? Warte, Leo ist dabei? Dankeschön, Elfe. Für deinen Prime-Sub. Kuss geht raus. Mache jetzt den Test, welcher Star auf dich steht. Welcher Star steht heimlich auf dich? Das ist wirklich ein echter... Oh mein Gott. Der Link ist im Chat. Gucken wir mal kurz. Zustimmen, ihr habt ja meine Seele. Was für YouTube-Videos schaust du am liebsten? Frage-Antwort-Videos, keine Vlogs, Zauber-Videos, Reaction-Videos. Ich würde mal sagen, Zauber-Videos. Wen der YouTuber magst du am meisten? Ganz klar, Matthias Berger. Wen findest du am attraktivsten? Angela Merkel, mit Abstand. Wer kann am besten singen? Donald Trump, Matthias Berger, da, Mr. Hamsterfresse. Wirklich, ohne Konkurrenz. Wie viel machst du bei deinem Lieblingsstar?
Ich sehe ihn ab und zu im Supermarkt, ich beobachte ihn auf Instagram, YouTube, ich treffe ihn regelmäßig, wir kuscheln ab und zu. Ja, ein bisschen kuscheln ist mit drin. Wie sehr gefällt dir die Dokumentation bisher? Oha, er hat predicted, dass wir diesen Test machen, während die Doku noch läuft. Gut, aber die andere war besser. Naja, welche Doku bin zufällig? Mega gut, ja. Was ergibt 10 plus 15? 25. Stehst du auf Tattoos? Nein. Was machst du am liebsten? Musik hören. Hast du Mattis Markpark auf YouTube schon abonniert? Ja, er ist prima. Die Auswertung. Heido steht auf dich. Hilf ihm doch und sprich ihn an. Eventuell ist er doch ganz nett und ihr macht was zusammen. Oha! Und was wäre rausgekommen, wenn ich was anderes angeklickt hätte? Sagen wir mal, Matthias Berger könnte am besten singen. Und ich beobachte ihn auf Insta und YouTube. Ich finde sie mega gut. Es ergibt 25. Stehst du auf Tattoos? Ja, vielleicht. Und am liebsten mache ich, ja, Fahrradfahren. Und Mattis Magerquark mache ich gleich. Die Auswertung. Aha, okay, es ist immer Heido. Verstehe. Gucken wir die Doku weiter. Leo, stimmt Jonah zu 100%? Warum guckst du so gruselig in die Kamera, Leo? Ich habe Angst. Du. Also ich bin Leo und ich stimme Junda zu 100% zu. Dieser Voice Crack. Und ich bin Uwe und ich bin auch dabei. Matthias Berger. Ein sehr interessanter Mann. Nun vor Gericht. Er hat gerade Mann gesagt. Bin ich jetzt ein Mann? Bin ich erwachsen? Sei ein Mann. Ja, keine Ahnung. Woran es gelegen hat, ob es an dem Fame lag oder Riske? War das mal wieder so ein Leak, so wie ich mit Pino, dass ich aus Versehen Pino in den Credits gespoilert habe als Post-Credit-Scene? Also ich habe mit der Sache gar nichts zu tun. Hat er das extra dafür aufgenommen? Ehrenmann! Liebe geht raus an Chriske. Tja, Sonntagabend ist ja witzig. Völlig, völlig wilde Doku. Guck mal, er verlinkt so überall alle Channels und bei Roxy so. Vielen Dank an Lady Roxy. Wo ist die Verlinkung? Wo ist der YouTube-Kanal? Wo ist Instagram? Mattis Magerquark, so geht das aber nicht. Sie wollte nicht? Wollte ich so? Maus, was ist da denn los? Okay. Interessant. Darauf ein ganz klares Ja, fett. Im Test alle Wege führen zu Hai. Nächste Doku über Hai würde ich fühlen. Eine Doku über Haido wiederum fände ich lustig. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Verrückte, wilde Doku. Alles zu 100% auf wahre Begebenheiten. Keine Ahnung, was soll ich dazu noch sagen, ey. Können wir jetzt die letzten 20 Minuten des Streams einfach schweigen? Kurze Schweigeminuten. Ja, ne? Lass uns mal einfach weinen. Bist du enttäuscht oder gut? Ey, die war richtig stark, Mattis Magerquark. Die war sehr, sehr stark. Die Arbeit muss man einfach würdigen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei Mattis Magerquark. Der macht sich so viel Arbeit immer für die Videos. Guck mal, nur 240 Abos. Da geht auf jeden Fall mehr, Freunde. Lasst da auf jeden Fall ein Abo da, ne? So ist das nicht. Ich reg mich nur über die Inhalte so ein bisschen auf lustig auf, Freunde. Das meint doch keiner ernst hier. So, alles entspannt. Nein, ich bin dein Vater. Marvel Infinity War is the biggest crossover in movie history. Quarky und Roxy hold my cameo. Ja, genau. Also ich habe mit der Sache gar nichts zu tun.